Nochmal herzlich willkommen und guten Morgen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir freuen uns natürlich, dass ihr und sie da sind beim 81. Treffpunkt Kulturmanagement zum Thema Corona-Hilfen für Freischaffende und Künstlerinnen. Heute bei uns ist Herr Hammacher, der Vorsitzende des Bundesverbandes der freiberuflichen Kulturwissenschaftler. Und mit ihm sprechen wir darüber, zum einen, welche Nothilfen es aktuell gibt und was Künstlerinnen und Freischaffende im Kulturbereich tun können, um eine schwierige Situation aktuell zu überbrücken. Außerdem wird es auch um langfristige Maßnahmen gehen und um die Einschätzung der Situation aus der Sicht des BFK. Der Treffpunkt Kulturmanagement ist eine gemeinsame Veranstaltung von Kulturmanagement Network. Dort leite ich die Online-Redaktion von der Start-Conference und David Rödler, der in ganz vielen verschiedenen Online-Webinarbereichen tätig ist. Wir machen das schon seit vielen Jahren und freuen uns, dass ihr heute alle da seid. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne jederzeit in den Chat, sowohl auf Facebook als auch hier direkt im Zoom. Wir nehmen sie dann auf. Alternativ könnt ihr euch zu Wort melden. Unter der Teilnehmerliste müsstet ihr so eine kleine Symbolreihe sehen. Und wenn ihr da einfach auf das grüne Häkchen tippt, bevor ihr mit uns sprecht, dann weiß ich Bescheid und schaue immer mal in die Liste, wer von euch gern etwas fragen möchte. Natürlich sind auch Antworten und Kommentare erlaubt. Es soll also nicht darum gehen, dass wir nur eine Frage-Antwort-Runde machen. Und noch der letzte Hinweis, bevor wir starten. Herr Hammacher ist kein Jurist und entsprechend können wir tatsächlich keine juristische Beratung bieten, sondern euch vor allem darüber informieren, wie ihr mit der momentanen Situation umgehen könnt. So, und damit starten wir und ich übergebe das Wort an Herrn Hammacher. Ja, ich danke ganz herzlich. Erstmal mal auch einen guten Morgen in die Runde. Danke auch an Frau Oswald für die Einladung. Bevor ich jetzt auf diese Themen komme, eine kurze Vorbemerkung. Frau Oswald hatte mich vor 4 Wochen angesprochen, eingeladen dafür. Damals hatte ich relativ klare Vorstellungen, was wir heute machen können. Jetzt im Laufe der letzten Wochen, vor allem im Laufe der letzten Woche, ist mir klar geworden, dass das die ganzen üblichen tradierten Strategien des Krisenmanagements, mit denen wir auch so im BFK arbeiten, dass die überhaupt nicht mehr ziehen. Das heißt, ich habe eine ganze Präsentation inklusive PowerPoint am Wochenende in den Papierkorb gehauen und ein bisschen was Neues zusammengestellt. Ich werde so ein paar Punkte jetzt machen, möchte aber ganz vor allen Dingen nach gleich auf Diskussion setzen. Ich denke, das ist da, wo wir am meisten mit weiterkommen. Ganz kurz auch, wo eigentlich die Besonderheit dieser Krise im Augenblick liegt. Das ist wirklich, das ist die erste wirklich globale Krise, die wir erleben. Eine, die wirklich alle Bereiche des sozialen, wirtschaftlichen Lebens beeinflusst und das ist das Entscheidende, in ihrem Verlauf absolut nicht kalkulierbar ist. Und wir arbeiten fast alle in einem Bereich, sozusagen in dem wir sozusagen langfristig planen müssen. Und diese langfristigen Planungen, denken Sie an Festivals, in unserem Fall, ich bin Museologe, an Ausstellungen, ist überhaupt nicht mehr kalkulierbar. Das heißt, da sehen wir ein großes Problem drin. Kurz, was ich jetzt machen möchte. Ich werde als erstes den Bundesverband Freiberufliche Kulturwissenschaftler, BFK, kurz vorstellen. Ich denke, der ist nicht jedem geläufig. Dann möchte ich kurz auf die bestehenden Hilfspakete eingehen, die auch kurz bewerten und schauen, wie weit wir damit überhaupt kommen. Und dann einige Überlegungen anstellen, auch wie wir im BFK im Augenblick mit der Krise umgehen und welche Überlegungen wir uns gemacht haben, hier langfristig auch sozusagen mit leben zu können. Kurz zu mir. Ich bin freiberuflicher Film- und Fotohistoriker, Museologe, aber arbeite als Medienkurator und bin jetzt seit knapp 20 Jahren selbstständig. Das heißt, ich habe in der Zeit eigentlich alle Höhen und Tiefen der Freiberuflichkeit erlebt. Das heißt, ich spreche auch aus zwei Positionen jetzt im Augenblick heraus. Zum einen als Vorsitzender des BFK, aber dann ebenfalls als Betroffener, der auch sozusagen nach Möglichkeiten sucht, wie er aus dieser Krise, möglichst unbeschadet rauskommt. Ein paar Bemerkungen zum BFK vorab. Uns gibt es jetzt seit 1998, sind also noch ein relativ junger Verband. Hintergrund der Gründung war, dass sich damals das Berufsbild des bis dahin sozusagen an Institutionen gebundenen Kulturwissenschaftlers
gewandelt hat und die Herausbildung eines freien Marktes entstand. Hintergrund war die damalige Wirtschaftskrise, die dazu führte, dass in vielen Institutionen, vor allem auch in den Museen, viele Tätigkeiten sozusagen outgesourced wurden und sozusagen dann an freie Anbieter abgegeben werden konnten. Das ist sozusagen so das Gründungsnarrativ des BFK. Nach den mehr 20 Jahren haben wir uns inzwischen deutlich weiterentwickelt. Das heißt, wir sind keineswegs mehr sozusagen nur noch die Lückenbüßer, sondern sind eigentlich ein integraler und nicht mehr verzichtbarer Bestandteil eigentlich der Kulturszene geworden. Das sind zwei Entwicklungen im Hintergrund. Zum einen, dass sich der Aufgabenbereich vieler Institutionen und Bereiche gewandelt hat. Also ich spreche, wenn ich rede, schwerpunktmäßig über das Museum, da kenne ich mich am besten aus. Das heißt, viele Erwartungshaltungen werden an die Institutionen inzwischen erhoben, von der Politik auch, beziehungsweise die Institutionen haben sich selber weiterentwickelt. Zwei Stichworte, Partizipation, Inklusion, Digitalisierung, das sind so Themen, die jetzt hinzugekommen sind. Des Weiteren haben sich viele traditionelle Aufgabenbereiche in den Institutionen immer weiter ausdifferenziert und professionalisiert. Das sehe ich vor allen Dingen auch an meinem eigenen Beruf. Wie gesagt, ich arbeite als Film- und Fotohistoriker, bin für den Medienbereich in Ausstellungen zuständig. Das heißt, das sind Bereiche, die weitgehend temporär nur bedient werden. Und da sind wir als Freiberufler natürlich inzwischen unverzichtbar geworden. Der Aufgabe des Verbandes ist, die beruflichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen seiner Mitglieder wahrzunehmen und in der Öffentlichkeit für eine stärkere Akzeptanz der Freiberufler in den Bereichen Kulturwissenschaft und Kulturvermittlung zu wirken. Das ist unser satzungsgemäßer Auftrag. Die Struktur innerhalb des BFK ist sehr heterogen. Das heißt, hier organisieren sich Historiker, Historikerinnen, Archäologen, Kunsthistoriker, Völkerkundler, Ethnologen und Vertreter zahlreicher anderer Bereiche. Das heißt, wir haben auch eine sehr starke Schnittstelle mit anderen Verbänden. VDK zum Beispiel, Verband der Kunsthistoriker, BFE, Bundesverband Freiberufliche Ethnologen, BVMP, Bundesverband Museumspädagogik. Wir sind aber kein Konkurrent zu diesen Verbänden, sondern im Gegenteil, es gibt viele Doppelmitgliedschaften und wir arbeiten mit den Verbänden sehr, sehr eng zusammen, unter anderem auch jetzt innerhalb der Situation, da komme ich gleich noch genauer drauf zu sprechen. Wir sind kein großer Verband, das suggeriert so ein bisschen der Name Bundesverband. Also wir sind nicht mit dem Marburger Bund zu vergleichen oder ähnlichen Verbänden. Das hat auch damit zu tun, dass wir an die Mitgliedschaft gewisse Kriterien anlegen. Das heißt, wer bei uns Mitglied werden will, muss ein erfolgreich abgeschlossenes Studium eines kulturwissenschaftlichen Faches vorweisen und er muss ein unternehmerisches Selbstverständnis darlegen. Das ist vor allen Dingen auf zwei Säulen bei uns basiert. Das ist der Bereich Auskömmlichkeit und Langfristigkeit. Auskömmlichkeit heißt, es muss nachgewiesen werden, dass die freiberufliche Tätigkeit zur Deckung des Lebensunterhaltes ausreicht. Das heißt, wir kriegen sehr viele Anfragen auch von Freiberuflern, deren Lebensunterhalt eigentlich durch einen Lebenspartnerin abgedeckt ist oder durch die Rente, das ist bei uns nicht ausreichend. Also wir müssen die Freiberuflichkeit selber muss den Lebensunterhalt decken, das muss nachgewiesen werden. Und Langfristigkeit heißt, dass wir auch keine Mitglieder aufnehmen, die kurzfristig nur freiberuflich sind. Viele Kulturwissenschaftler haben nur noch Zeitverträge, hangeln sich von einem Zeitvertrag zum anderen. Dazwischen gibt es immer auch mal Lehrphasen. In den Zeit wird freiberuflich gearbeitet. Auch das ist für uns nicht sozusagen Voraussetzung. Ich erwähne diesen Punkt, weil wir dadurch auch sozusagen eine Konkurrenz haben an Freelancern, die sozusagen anders arbeiten als wir. Auskömmlich und unternehmerisch zu arbeiten, heißt auch entsprechend seine Honorare zu kalkulieren. Und wenn wir da sozusagen mit unseren Honoraren, die natürlich deutlich höher sind, mit Freelancern konkurrieren, die da mit 10, 15 Euro die Stunde sich bewerben, haben wir große Probleme. Und wenn wir da einheitliche Honorardiskussionen innerhalb des Kulturwissenschaften hätten, hätten wir heute auch ein paar Probleme weniger. Da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. So ein bisschen Schwerpunktthemen unserer letzten Jahre, das ist das Thema Honorare, klar. Das ist sozusagen das Hauptthema. Dazu haben wir auch Honorarvorschläge erarbeitet.
Die stehen auf unserer Homepage, werden inzwischen auch von anderen Verbänden übernommen. Und jeder, der sich in dem Bereich bewegt, mal orientieren möchte, wo veranschlage ich meine eigenen Honorare, kann sich da gerne dran orientieren. Die werden inzwischen auch weitestgehend akzeptiert. Weitere Themen sind natürlich immer Verträge, Ausschreibungen. Großes Thema Künstlersozialkasse. Viele Kulturwissenschaftler wissen nicht, dass sie berechtigt sind, sozusagen auch Mitglied in der KSK zu werden. KSK ist auch ein großes Thema jetzt im Augenblick. Da sind die ersten Fragen schon gekommen. Können wir gleich gerne darauf eingehen. Akquise ist ein großes Thema. In den letzten beiden Jahren haben wir uns intensiv mit dem Thema Scheinselbstständigkeit beschäftigt. Haben da sehr eng auch mit dem Deutschen Museumsbund zusammengearbeitet. Mit anderen Verbänden haben da auch ein Memorandum erarbeitet dafür. Und jetzt natürlich das Thema, das alles beherrscht, ist das Thema Corona. Maßnahmen, die wir jetzt im BFK ergriffen haben, in den letzten 4 Wochen, muss man sich auch klar machen, dass es im Grunde erst 4 Wochen sind. So eine Erfahrung jetzt mit der Corona-Krise ist, dass die Zeitverschiebung oder die Zeitwahrnehmung eine ganz andere geworden ist. Wir haben sehr schnell begonnen, unsere Mitglieder über die regionalen Hilfsmaßnahmen zu informieren. Da ist ja das Problem, dass im Augenblick jedes Bundesland eigentlich eigen agiert. Und wir haben sehr schnell eine Mitgliederumfrage gestartet, um zu sehen, wo stehen unsere Mitglieder, wo sind die Probleme und wo können wir vom BFK gegebenenfalls eingreifen. Da will ich gleich noch genauer darauf zurückkommen. Und wir haben uns mit anderen Verbänden zusammengetan und haben jetzt auch ein Schreiben bearbeitet, das im Augenblick an alle Entscheidungsträger auch im Kulturbereich geht. Auch auf das werde ich gleich nochmal genauer angehen, weil wir da auf die besonderen Probleme, die wir im Kulturbereich haben, die sich von anderen Freiberuflerbereichen unterscheiden, eingehen. Des Weiteren, Museen ist für uns sozusagen der wichtigste Arbeitsbereich, pflegen wir im Augenblick einen sehr, sehr intensiven Kontakt mit dem Deutschen Museumsbund. Versuchen da im Schulterschluss gemeinsam auch Lösungen zu erarbeiten. Kurz zu den Hilfsprogrammen, wie sie bisher bestehen. Da möchte ich jetzt nicht so detailliert aufgehen, das ist vermutlich auch Eulen nach Athen tragen, denn wer sozusagen sich in den 4 Wochen betroffen ist und noch nicht damit beschäftigt hat, der hat es wahrscheinlich auch langfristig nicht nötig. Das heißt, jeder wird zumindest schon mal geschaut haben, wo ist für ihn Hilfe da. Ansonsten verweise ich da auf die Seite des Deutschen Kulturrats. Da haben Sie mit eigentlich die beste Übersicht, wo im Augenblick Fördermöglichkeiten bestehen. Und die Seite der deutschen Bundesregierung, die können wir gleich nachher mal einblenden, die habe ich sofort gelegt. Auch da gibt es sozusagen einen guten Überblick. Ich glaube, wir müssen 2 Formen von Hilfe im Augenblick unterscheiden. Das eine ist diese viel diskutierten 9.000 Euro Bundesmittel. Da muss man klar machen, das sind ausschließlich Unterstützung für Betriebsausgaben. Und da läuft, glaube ich, ein bisschen was schief im Augenblick. Ich kriege sehr, sehr viele Kollegen und auch in anderen Bereichen Leute mit, die diese Mittel sozusagen beantragt haben, auch bewilligt bekommen haben, ohne eigentlich die Voraussetzung dafür zu erfüllen. Das heißt, nicht diese 9.000 Euro Krisenmittel aufbringen zu können, sind brechend auf 3 Monate. Da bin ich sehr gespannt, wie damit langfristig umgegangen wird. Ich gehe davon aus, die Mittel sind sehr schnell bewilligt worden, aber dass eine Prüfung nachkommt. Und ich sehe sehr viele Kollegen, die das im Augenblick als Mittel zum Lebensunterhalt nutzen. Da muss, glaube ich, höllisch aufgepasst werden. Direkte Hilfe für Künstler gab es oder Kulturschaffende gab es eigentlich nur in Berlin und NRW. Und soweit ich sehe, sind beide Programme ausgelaufen. Also NRW hat auf jeden Fall gecancelt. Die Mittel sind ausgegeben. Ich sehe auch nicht, dass neue Mittel nachgeschoben werden. Gut bestellt ist, wer im Augenblick in Baden-Württemberg lebt. Die geben Mittel in der Höhe von 1.180 Euro frei für den Lebensunterhalt. 1.081, der Betrag ist ein bisschen krumm, es ist, glaube ich, eine Pauschale für die Pfändung. Also unterhalb dieses Betrages darf Einkommen nicht gepfändet werden. Bayern plant im Augenblick was Ähnliches. Ob das durchkommt, werden wir schauen. 3.000 Euro Lebensunterhalt auf 3 Monate berechnet. Wenn ich sehe, kontert im Augenblick die Opposition da ziemlich gegen.
Und es gibt natürlich Forderungen in die Richtung. Deutscher Musikrat, finde ich sehr gut, die Forderung, 6.000 Euro auf 6 Monate berechnet. Also das sind die Forderungen, wo wir uns auch so sicherlich anschließen würden. Die zweite Forderung, das ist Deckung des Lebensunterhalts. Da bleibt uns eigentlich nur mehr oder weniger der Gang in Hartz IV hinein. Vereinfachter wird eben angekündigt, was ich so als Rückmeldung bekomme. Mit der Vereinfachung ist es lange nicht so lange her. Also es müssen weiterhin eine Menge Formulare ausgefüllt werden. Was ich aber positiv sehe, es wird im Augenblick die volle Miete anerkannt. Also nicht die reduzierte Miete, sondern der volle Betrag. Und die sich hier melden, sind auch nicht verpflichtet, sich um Arbeitsmöglichkeiten in anderen Bereichen zu kümmern. Das heißt, wir können sozusagen auf unserem freiberuflichen Bereich im Augenblick bleiben. Ich weiß, Hartz IV hat ein schlechtes Image, aber wem sozusagen im Augenblick die Probleme oder die Not unter der Oberlippe steht, ich glaube, da ist das eine Hilfe, zumal es eine Hilfe, die funktioniert, also die schnell eingenommen kann. Es bleibt immer nur eine kurzfristige Hilfe. Wie gesagt, wir haben als Freiberufler auch viele private Ausgaben, die für uns typisch sind, die durch Hartz IV nicht abgedeckt werden. Das sind diese 430 Euro, glaube ich, zuzüglich Miete. Das hat viel mit Beiträgen zu tun, die wir für Verbände tragen, die nicht als Betriebsmittel gelten, wenn da also auch nicht übernommen werden. Und was sicherlich ein Riesenproblem wird, ist unsere Altersvorsorge, die auch durch Hartz IV nicht abgedeckt wird. Meistens, also typisch immer, das ist auch mal das, was wir raten, auf mehreren Säulen stehend. Also so ein klassisches Verbindung ist vielleicht in der Künstlersozialkasse, daneben noch die bei denen es schon länger läuft, eine Kapitallebensversicherung. Wenn Sie da den Monatsbeitrag mal zusammenrechnen, die Sie im Monat zahlen, dann haben Sie die 430 Euro schon weg. Also da, insofern, wenn man Rücklagen hat, ist das die Hartz IV bestenfalls eine Lösung für 2-3 Monate. Dann bricht das ein. Also sicherlich, wie gesagt, ich sehe es ambivalent, besser als gar nichts, aber das kann es nicht bleiben. Also da uns da auf Hartz IV zu lassen, da bricht einiges weg. Wir hatten, wie gesagt, sehr schnell, gleich in der ersten Woche, als die Restriktionen kamen, eine Mitgliederumfrage gestartet. Die war noch nicht so richtig professionell ausgearbeitet. Das musste schnell gehen. Wir brauchten eine Übersicht, wo stehen unsere Mitglieder. Wir haben gefragt, also wie sind sie im Augenblick betroffen? Wer greift auf welche Förderung zu? Gibt es Restriktionen, warum Förderung nicht bewilligt wird? Und wir haben nachgefragt, wo sehen die einzelnen Mitglieder eigentlich Förderungsbedarf? Und zwar auch Förderungsbedarf, der über das eigentliche Geldleistungen hinausgeht. Da hat uns die Antwort ein bisschen überrascht. Also die Anfrage läuft noch. Wir haben etwa knapp ein Drittel bis ein Viertel der Mitglieder haben zurückgemeldet. Das erstaunlich war, dass relativ wenigen aktuellen Bedarf gemeldet haben. Das hat ein bisschen mit der Struktur auch unserer Mitglieder zu tun. Viele arbeiten im nicht öffentlichen Bereich, sind im Bereich Inventarisierung, Archivierung und so weiter. Wir haben sehr viele Archäologen, die mit Grabungsaufträgen betreut sind. Das sind Aufträge, die zum großen Teil weiterlaufen im Augenblick. Es laufen Ausstellungsvorbereitungen für Ausstellungen, die sozusagen fürs nächste Jahr gedacht sind. Auch da laufen die Vorbereitungen zum Teil eingeschränkt, weil viele Archive nicht erreichbar sind. Aber da werden auch weiterhin Gelder gezahlt. Was aber unisono kam, dass alle signalisierten, unsere Probleme sind nicht aktuell, unsere Probleme liegen in der Zukunft. Das heißt, dann, wenn sozusagen die Restriktionen weiterlaufen und in der Phase, wenn die Gründe abgeschlossen sind. Und als Gründe wurden folgende genannt. Das ist zum einen die fehlende Möglichkeit aktuell zur Akquise, beziehungsweise es gibt keine Ausschreibungen. Es gibt keine Planungssicherheit für längerfristige Projekte. Wir sehen das im Augenblick, können wir gleich noch drüber reden, was die Öffnung eigentlich der Museen angeht, die jetzt im Augenblick diskutiert wird. Es werden Mittel im Kulturhaushalt fehlen, und zwar als Folge der massiven Hilfspakete im Augenblick. Wurde ja gerade in der Vordiskussion auch schon ein bisschen angesprochen. Und wir sehen in einigen Kommunen, und da nicht mehr in Essen, dass die ersten Kommunen Haushaltssperren einrichten.
Ich lebe hier im Ruhrgebiet. Das Thema Haushaltssperre ist uns sehr vertraut. Und wir wissen, wenn gesperrt wird, der Bereich, der als erstes darunter leidet, ist der Kulturbereich. Also die Mittel werden als erstes gestrichen. Das heißt, da sehen wir vor allen Dingen die Probleme. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, dass im BFK, dass wir da den Fokus unserer Arbeit draufsetzen. Also nicht die aktuelle Situation. Wir schauen uns an, wie kriegen wir die Zukunft in den Griff. Und da wird es, und da müssen wir uns klar machen, das werden wir in erster Linie aus eigener Kraft schaffen müssen. Also die Alimentierung, die wir im Augenblick erleben, die wird bald versiegen. Diskutiert wird sie ja im Augenblick auch schon. Das heißt, wir müssen schauen, welche Möglichkeiten gibt es aktuell für uns. Und als Kulturwissenschaftler ist man gewohnt, sich Nischen zu suchen. Wir müssen gucken, wo lässt uns die Krise noch Nischen, wo wir eventuell reingehen können. Ich habe kurz das Problem der Museen angesprochen. Wir erleben im Augenblick die Öffnung der Häuser. Aber da haben wir zum Beispiel das Problem, was heißt das eigentlich konkret in die Häuser gehören? Was heißt das zum Beispiel für die Museumspädagogik? Also Museumspädagogik ist Gruppenarbeit. Das heißt, die Bereiche wird es nicht geben. Auch Audio-Apps wird sozusagen das Einzige sein, was da laufen wird. Das heißt, es wird keine Gruppenarbeit an den Museen geben, es wird keine Seminare geben, es wird keine Vorträge geben. Also alles die Bereiche, in denen wir Freiberufler eigentlich am Museum traditionell arbeiten. Ausstellungen werden wir schauen. Die andere wird jetzt eröffnet, die im Augenblick in Mache ist. Aber wir sehen ja an den Häusern, man ist sehr zurückhaltend im Augenblick, neue Ausstellungen überhaupt zu konzipieren. Das heißt, da wird lange Zeit nichts passieren. Das heißt, für die Museen bleibt im Grunde nur die Dauerausstellung. Aus der Besucherforschung wissen wir, das ist der unattraktivste Teil des Museums. Und vor allen Dingen müssen die Museen auf ihr touristisches Publikum verzichten. Da ist natürlich die Überlegung, man sagt, okay, wenn wir so eine Krise haben und die Häuser sind offen, ob da nicht auch Freiräume jetzt entstehen. Das heißt, die Museen müssen ebenfalls machen, um ihre Attraktivität im Augenblick zu zeigen. Und das zu überlegen, ob man da nicht zum Beispiel Bereiche findet, wo man mit den Museen, da sind wir, wie gesagt, auch sehr eng im Gespräch mit dem Deutschen Museumsbund. Digitalisierung ist ein großes Thema im Augenblick. Wir werden schauen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, hier entsprechend reinzugehen. Was wir uns mal vorstellen könnten, dass diese Entwicklung mit flankierenden staatlichen Maßnahmen unterstützt wird. Und da haben wir im Augenblick zwei Vorschläge, die wir einbringen wollen. Der eine Vorschlag kommt von meiner Vorstandskollegin Elisabeth Forschig-Schilling. Viele von uns haben, wie gesagt, diese 9.000 Euro nicht in Anspruch genommen. Da machen wir den Vorschlag, dass da für die entsprechend ein Steuerfreibetrag über 9.000 Euro sozusagen freigegeben wird. Das würde sozusagen eine Entspannung fürs nächste Jahr schaffen. Der zweite Vorschlag von unserer Seite her ist, dass der Mehrwertsteuersatz für kulturelle Leistungen prinzipiell auf 7 Euro runtergesetzt wird. Viele Leistungen sind schon auf 7 Euro, alles was kreativ ist, alles was Textarbeit ist. Aber gerade im Museumsbereich arbeiten wir zum großen Teil noch auf 19%. Da wäre unser Vorschlag pauschal runter auf 7%. Das ist ja auch ein Vorschlag, der im Augenblick von der Gastronomiebranche eingebracht wird. Und wenn ich das richtig beobachte, von der Politik sehr wohlwollend diskutiert wird. Also da wollen wir auch entsprechend tätig werden. Des Weiteren, wie gesagt, haben wir diese Vorschläge auch und auch Hinweis, wo wir die speziellen Probleme sehen, an die Kulturverantwortlichen rausgeschickt. Das läuft im Augenblick. Das machen wir zusammen auch mit dem VDK, also dem Verband Deutscher Kunsthistoriker, mit VERA, das ist der Verband der Ausstellungsgestalter, mit dem BFE, das ist der Bundesverband Freiberuflicher Ethnologen und mit dem BVMP, das ist der Bundesverband für Museumspädagogik. Das ist auch ein Weg, den wir sehen. Wir müssen uns im Augenblick, glaube ich, im Kulturbereich alle, soweit es geht, vernetzen. Das heißt, wirklich, dass wir sehen, dass wir im Kulturbereich mit möglichst einer Stimme sprechen und unseren Interessen organisieren. Ich denke, den Blick, den wir darauf haben und das, was wir sehen, wo die Probleme sehen, teilen andere Verbände auch. Ich weiß aus Gesprächen auch mit Musikern, dass es da relativ ähnlich läuft. Und da stehen wir also vom BFK auch gerne zur Verfügung, dass wir das wirklich zusammenbinden und dann wirklich mit dem Deutschen Kulturrat, die ja ähnlich argumentieren,
Also Olaf Zimmermann fordert im Augenblick einen Nationalkulturinfrastrukturförderfonds für die Kulturinstitutionen. Und auch die kulturpolitische Gesellschaft, Tobias Knobloch, hat ja ein 10-Punkte-Programm für die Kulturpolitik für die Zeit nach der Corona-Pandemie aufgestellt. Also wir sehen, das Bewusstsein ist da, für uns ganz wichtig. Wir müssen uns vernetzen und austauschen. Und auch, wie gesagt, sehen, wo können wir uns auch, wo bieten sich Allianzen an? Wie gesagt, das Museum ist so ein Raum, der jetzt dasteht. Die müssen was tun. Wir werden ein offenes Ohr da finden, wenn wir Vorschläge einbringen, wie wir diese Interimsphase im Augenblick mit denen gemeinsam füllen können. Ja, das wäre so der Vorschlag von meiner Seite. Ich würde ganz, ganz gerne noch meine Kontaktkarten kurz einblenden. Da muss ich, glaube ich, Bildschirm freigeben machen im Augenblick. So, schauen wir mal. Na, wie komme ich drauf da auch? So, Bildschirmpräsentation kriege ich nicht geöffnet, weil ich da auf den Link nicht komme. Aber ich denke, das kann jeder sehen. Super. Jo, ich fahre wieder runter. So, das wäre so mein Beitrag. Ansonsten würde ich die Zeit gerne zur Diskussion, weil ich denke, Diskussion ist das, was uns am meisten weiterbringt im Augenblick. Genau, ich würde gerne, glaube ich, als erstes mit der Frage einsteigen, ob Sie denn und falls Sie nicht jemand der anderen Teilnehmerinnen etwas zu den anderen Kultursparten sagen kann, also zum Thema Theater, zum Thema Musik. Herr Hammerer, können Sie noch mal ein Stück nach hinten rutschen? Wir sehen wieder nur, genau, perfekt. Zum Thema Musik, zum Thema Künstlerinnen natürlich, die gerade ganz viele Aufträge verloren haben. Was vielleicht auch die anderen Verbände dazu sagen, was die auch empfehlen? Ja, also wie gesagt, ich habe natürlich nur einen Zugriff im Augenblick, einen Überblick über die Verbände, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Ich kriege so ein bisschen über meine Schwester mit, die Musikerin ist. Insofern habe ich da so einen Blick in die Musikbranche. Schauspiel gilt wahrscheinlich Ähnliches. Ich weiß, da sieht es sehr eng aus, weil natürlich auch da Veranstaltungen wegbrechen. Aber auch die haben Verbände. Ich denke, auch da sollte vieles über die Verbände laufen. Und ansonsten wäre mein Vorschlag, wirklich Allianzen zu suchen. Also ist so eine vage Idee mit dem Museum, was ich im Augenblick habe, aber das ist ein Raum, der zur Verfügung steht. Vielleicht bieten sich hier Allianzen an, gemeinsam was zu versuchen und einfach so einen Raum mal anders zu bespielen. Und die Kapazitäten im Musik-, im Schauspielbereich sind ja frei. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen kreativ werden. Häuser ansprechen und einfach auch versuchen, können wir nicht mal gemeinsam was auf die Beine stellen? Ausstellungsraum und Musiker und das Ganze dann digital, vielleicht bieten sich da Möglichkeiten. Mhm. Da muss man auch schauen, wie gesagt, wir sind im Gespräch mit dem DMB, versuchen herauszukriegen, welche Gelder im Augenblick zur Verfügung stehen. Aber vielleicht sind da Möglichkeiten, was zu machen. Ansonsten genau. Sind wir in einer Krise, wo wir relativ wenig Möglichkeiten haben, selber aktiv zu werden. Also uns sind die Hände gebunden im Augenblick. Deshalb sagte ich ja, die üblichen Strategien, die wir so empfehlen, der Situation, die ziehen alle nicht, weil wir werden ausgebremst. Ne? Und da, das ist das Problem. Ja, nun hatten wir schon ganz kurz über die KSK gesprochen. Können Sie denn sagen, wie hier aktuell die Situation ist? Gestern hatten wir zum Beispiel die Frage bekommen, wie es denn ist, wenn die Freischaffenden jetzt übergangsweise zum Beispiel Geld in anderen Bereichen, also primär Geld in anderen Bereichen verdienen. Wir wissen natürlich, dass die KSK flexibel ist, was das Einkommen angeht, also dass man im Prinzip jederzeit ein geändertes Einkommen angeben kann. Aber was sind denn darüber hinaus aktuell die Standpunkte, beziehungsweise wovon gehen Sie aus, welche Richtlinien die KSK dieses Jahr vielleicht noch erlassen wird? Ja, da kommt die ins KSK uns sehr entgegen. Zum einen kann natürlich es angepasst werden. Die Zahlungen können im Augenblick auch gestundet werden, ich glaube bis 30. Juni. Und sie verzichten im Augenblick auf diesem Jahr auf diese 3.900 Euro Mindestverdienst. Mhm. Also das ist ja sozusagen der Betrag, der mindestverdient werden muss, um sozusagen Berechtigung zu haben. Die ist diesem Jahr aufgehoben.
Das heißt, auch wenn wir unter 3.900 Euro Verdienst fallen, verlieren wir nicht die Mitgliedschaft in der KSK. Sie verzichten dieses Jahr auf die Prüfung. Ja. Insofern ist es auch die, für die, die Frage kam ja, man kann ja grundsätzlich, wenn man den KSK, so naiv ist die KSK, nicht so wissen, dass viele Künstler darauf angewiesen sind, neben ihrer künstlerischen Tätigkeit auch noch eine andere Tätigkeit zu machen. Insofern, aus dem gerade Gesagten ergibt sich für mich, dass ich da ohne weiteres im Augenblick in andere Tätigkeiten ausweichen kann. Und da mal, wenn ich die Möglichkeit habe, da mal Geld zu verdienen, ohne sozusagen meine Mitgliedschaft in der KSK verlustig zu gehen. Also da kommen sie uns im Augenblick sehr entgegen. Genau, nur als Kontext für die anderen, die sich jetzt vielleicht fragen, mit was die Person, die die Frage gestellt hat, denn aktuell nun mehr Geld verdient. Da ging es tatsächlich um die Herstellung und den Verkauf von Gesichtsmasken. Aber natürlich ist die Frage grundsätzlich berechtigt, denn andere verdienen im Moment vielleicht Geld einfach in anderen Bereichen. Aber wir gehen also positiv davon aus, dass die KSK dann nicht sagt, man kann kein Mitglied mehr sein oder man wird für dieses Jahr nicht anerkannt, sondern dass sie die Situation natürlich realistisch einschätzen. Das freut uns sehr. Dann kam nun gerade die Frage, alle Großveranstaltungen sind mindestens bis Ende August abgesagt, vielleicht sogar hinaus, aber so lange läuft die staatliche Hilfe gar nicht. Ist denn also dann im Prinzip Hartz IV das, was bleibt? Und wir hatten es schon gesagt, also Sie hatten gesagt, die KSK, das, was normalerweise an die KSK gezahlt werden muss, da würde im Prinzip der Hartz IV-Satz schon komplett für draufgehen. Aber was bleibt anderes übrig? Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir bei der Politik vorstellig werden. Also wie gesagt, für uns ist Hartz IV keine Lösung. Also sie sichert ein, zwei Monate, bestenfalls so wie andere Verbände, wie die Tourismusbranche und auch die Gastronomiebranche jetzt antichambriert bei der Politik, müssen wir es auch. Das ist deshalb auch mein Vorschlag, wir müssen die Verbände koordinieren, damit nicht jeder Verband da einzeln auftreten muss, sondern wir möglichst in einer Stimme sprechen. Ja. Also wir werden eine Alimentierung brauchen. Da wird es gerade, ich denke, die ist auch berechtigt. Wie gesagt, es liegt nicht an uns, dass wir nicht arbeiten dürfen. Insofern kann man uns ja auch nicht sozusagen uns verweisen und sagen, seht zu, dass ihr da aus der Krise wieder rauskommt. Nein, das geht nicht. Wir brauchen die Politik und wir müssen versuchen, Projekte zu finden, die relativ kurzfristig sich machen lassen, auch kurzfristig projiziert werden. Und versuchen da Nischen zu finden. Also das ist auch die Wege, die wir zum Beispiel direkt im Kollegenkreis versuchen. Also wo ist für uns in unserem Bereich, wo sind noch Lücken, wo einiges möglich ist? Ja, ich meine, dennoch ist es ja so, und das kann man, also da gibt es ja keinen anderen Ausweg. Im Zweifelsfall zahlt Hartz IV zumindest erstmal Miete und Krankenversicherung. Natürlich zahlt es keine Rente, aber wenn ich im Prinzip gar nichts mehr habe und zum Beispiel eben, wenn ich Theaterschauspielerin bin, sich einfach abzeichnet, dass da in den nächsten Monaten nicht viel passieren wird, ist es natürlich wichtig, langfristige Strategien zu haben, aber es ist eben auch wichtig, dass jemand meine Miete zahlt, ne? Richtig, aber die Miete, wie gesagt, wird ja von Hartz IV, auch die ganze Miete wird übernommen. Ich bin sehr gespannt, wie lange sie das halten. Normalerweise gibt es ja einen Deckel für die Miete. Mhm. Da wird die ganze Miete übernommen im Augenblick. Ansonsten, wo Versicherungssachen sowas laufen, empfehle ich einfach mit den Versicherungen zu sprechen. Also wirklich da das Gespräch zu suchen im Augenblick und versuchen, ob Sachen gestundet werden können. Stunden heißt natürlich, es schiebt sich nur auf. Ne? Also da ist nicht wirklich eine Lösung. Ich halte nicht viel auch von dem Vorschlag, der im Augenblick gemacht wird, zum Beispiel ausgefallene Veranstaltungen mit Gutscheinen abzudecken und dafür Gutscheine auszugeben. Gutscheine haben den Nachteil, dass sie irgendwann eingelöst werden. Und wenn wir dann nach der Corona-Krise Veranstaltungen haben, die nur noch mit Gutscheinen bezahlt werden, haben wir das Problem nur verlagert. Also da muss mit Sicherheit auch andere Instrumente genutzt werden. Ansonsten, wie gesagt, wir sind genauso getrieben im Augenblick beim BFK wie alle anderen auch. Die Situation ist einzigartig in der Art, wie wir sie erleben. Aber wir müssen wissen, ich setze sehr stark auf unsere Kreativität.
dass wir da wirklich Möglichkeiten finden und uns vielleicht noch nur Nischen sehen im Augenblick, entsprechend Sachen zu finden, mit Unterstützung. Also wie gesagt, die beiden Punkte jetzt, ich denke, auch dem Werbesteuersatz von 7% bringt natürlich nur was, wenn ich Aufträge habe. Aber es macht natürlich die Auftragsvergabe einfacher und auch die Zusammenarbeit mit den Institutionen einfacher. Ja, ich würde gerne Claudia kurz bitten. Claudia hatte angemerkt, dass es mit der Vernetzung im Moment nicht so einfach ist. Claudia, möchtest du kurz mit uns darüber sprechen? Ja, gerne. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man zwei Voraussetzungen mitbringt, es auf jeden Fall doch einfach und sehr gut möglich ist, sich zu vernetzen. Zum einen natürlich digital affin zu sein oder sich einfach mal auszuprobieren in den verschiedenen Möglichkeiten. Und es gibt eine ganze Reihe an fantastischen Hackathons, an Zoom-Meetings, die offen sind für alle. Also man muss, das ist ja der Vorteil, man muss ja jetzt einfach nicht mehr reisen. Und da entstehen auch gerade ganz großartige Dinge. Ich war nicht nur jetzt bei diesem Weltübergang-Hackathon, was initiiert wurde unter anderem von Christian Römer, der die Theater und Netz organisiert, sondern eben auch bei dem ganz, ganz großen Wir versus Virus-Hackathon. Das sind auch, ich glaube, so 10, 5, 12 Kulturprojekte entstanden, wo sich eben auch Kulturschaffende vernetzt haben. Und klar, manche Sachen gehen nicht weiter, manche gehen weiter. Aber es ist schon so, dass gerade auch das Thema Digitalität im Kulturbereich und speziell im Theaterbereich an Fahrt aufgenommen hat und sich dadurch auch sehr gut Vernetzungen ergeben. Aber siehst du da auch Potenziale, tatsächlich Geld zu verdienen? Das ist eine gute Frage. Da kommt, kann ich wahrscheinlich nicht beantworten, kommt natürlich darauf an, was man plant. Also ich bin ja Kulturmanagerin und Service-Designerin und schaue dann auch eher das Drumherum an. Es gibt ja auch Versuche, zum Beispiel Theaterstreams groß zu machen mit Spectu. Es gibt Versuche, die jetzt neuen Zoom-Angebote von Künstlern ordentlich aufzubereiten oder eine Art Fernsehzeitung dafür zu machen. Der Rainer Knapp war ja in dem Team dabei. Ne? Und die Frage ist tatsächlich, wie kann man das monetarisieren? Das Problem haben ja auch die Musiker. Also das muss man sehen, mit was man das noch verknüpfen kann. Ich habe da jetzt auch keine Patentlösung für. Ja, absolut. Meine Kollegin Jule hat sich das angeschaut in einem Artikel am Montag und hat im Prinzip auch gesehen, also die zahlreichen Spendenaktionen, die es im Moment gibt, laufen tatsächlich ganz gut. Aber wenn es natürlich darum geht, dass tatsächlich Streams zum Beispiel finanziert werden, dann ist scheinbar die Verpflichtung zu bezahlen wiederum wird ganz anders wahrgenommen als zu spenden. Wobei natürlich bei Spenden auch unklar ist, wie da entsprechende Summen, die man dann eben doch braucht, zusammenkommen sollen. Also 100 Euro für jeden Künstler ist natürlich nichts, womit man seinen Lebensunterhalt decken kann. Ich poste mal kurz einen Link in den Chat. Leander Wattig hat mich darauf aufmerksam gemacht, das Literaturhaus Bonn bietet im Moment für ein 5-Euro-Abo Briefe von Autorinnen an. Und zwar also aktuell lebende Autorinnen, die nur dafür quasi Kurzliteratur verfassen. Und das wird wohl auch sehr gut angenommen. So, dann würde ich gerne kurz an Lena geben. Lena hat angeboten, dass sie etwas zum Bereich freie Szene, Musik und Schauspiel sagen kann. Dann können wir vielleicht schauen, ob wir noch weitere Ideen zusammentragen können. Claudia, ich danke dir erstmal. Vielen Dank für die Wortübergabe. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich bin ein bisschen später reingekommen, weil ich noch in einem anderen Termin war. Also ganz kurz, ich bin Geschäftsführerin vom FREO e.V., Freie Ensembles und Orchester in Deutschland, und versuche einfach mal einen Eindruck zu geben, wo wir uns gerade darauf konzentrieren, was Forderungen und Ähnliches angeht und auch die Frage der Vernetzung. Und damit fange ich vielleicht mal an. Ich sehe das ganz genauso, dass wir
uns weiter vernetzen müssen und versuchen müssen, unsere Forderungen dadurch eben auch vernetzt in die Öffentlichkeit zu tragen, damit nicht jeder so ein Einzelkämpfer ist und damit auch nochmal die Masse, die dahinter steckt und an Betroffenen, sage ich mal, deutlich wird. Nichtsdestotrotz ist es eine riesige Herausforderung auch für unseren Verband, der schon ziemlich gut vernetzt ist. Wir sind zum Beispiel Gründungsmitglied der Allianz der Freien Künste. Ich weiß nicht, ob die Anwesenden hier das kennen. Das ist ein offenes Bündnis, das hat sich schon 2017 gegründet. Derzeit sind da 18 Bundesverbände der freien Künste organisiert, vom Bundesverband Freie Darstellende Künste über die Deutsche Jazzunion. Wen haben wir noch? Hörspiel, Verband der Hörspielregie, Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus, Deutscher Komponistenverband, Deutscher Tonkünstlerverband, Vereinigung Alte Musik etc. pp. Da sind sehr, sehr viele Bundesverbände der freien Künste organisiert. Und wir haben uns zum Beispiel ganz konkret mit einer Pressemitteilung, die wir über unsere Kanäle spielen und über unsere Kontakte in die Politik, zum Beispiel uns jetzt konzentrieren wir uns in diesem Bündnis gerade auf das Thema der Soforthilfe des Bundes und die Forderung, dass die angepasst werden muss in der Vergabe, gemeint eben, dass nicht nur Betriebskosten, sondern Lebenshaltungskosten von solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern da anerkannt werden müssen. Wir versuchen in unserer Argumentation nicht gegen die Grundsicherung zu argumentieren, weil es stimmt natürlich, dass es ist gut und richtig und wichtig, dass die geöffnet wurde und dass da mehr Möglichkeiten sind. Wir sagen aber, dass diese Grundsicherung als einziges Sicherungsinstrument für solo-selbstständige Kulturschaffende nicht zieht, weil es den Arbeitsrealitäten nicht entspricht. Und das sind auch extrem viele Fragen offen. Ich habe vorhin wieder ganz lange mit einer Kollegin aus der alten Musik telefoniert, weil auch so Fragen aufkommen, wenn ich jetzt Grundsicherung beantrage und die vielleicht bekomme, aber ich bekomme dann doch noch ein Ausfallhonorar, weil mein Veranstalter das möglich gemacht hat. Wird das angerechnet? Wie wird das verrechnet? Was passiert eigentlich mit meinem Vermögen, was ich habe oder nicht habe? Oder was ist, wenn ich mir jetzt sage, ich möchte ein Instrument kaufen, weil ich das brauche? Und dann sagt mein Sachbearbeiter aber, der das prüft, das brauchst du jetzt gerade nicht, du hast schon einen Fagott, das reicht. Das sind alles Fragen, die sind nicht beantwortet. Und eine Grundsicherung sichert unserer Meinung nach nicht sozusagen diese wirtschaftliche Tätigkeit, eine Karriere, die aufgebaut wurde, ab, sondern es setzt einen harten Cut und ermöglicht fast kein Weiterarbeiten. Deshalb unsere Forderung, wo sich jeder gerne anschließen kann, ich kann gerne noch weitere Infos dazu teilen, Sofortmaßnahmen anpassen. Und eine andere Forderung, die nicht so öffentlich groß diskutiert wird, die vor allem jetzt wir als FREO e.V. auch an die Öffentlichkeit getragen haben, ist Verfahrensregeln im Zuwendungsrecht, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene. Ausfallhonorare bei geförderten Projekten müssen zuwendungsfähig sein, damit wir nicht dieses ganze System aushebeln. Es bringt ja niemandem was, wenn wir alles aushebeln und alle in Grundsicherung und Soforthilfeprogramme schicken, wenn wir Punkte haben, wo wir mit Ausfallhonoraren schon ziemlich viel Not an der Stelle direkt abfedern können. Also das sozusagen aus Sicht der freien Szene, Musik, Theater, Schauspiel, bin da sehr, sehr gerne bereit. Ich sehe gerade, poste doch auch mal den Link. Mache ich jetzt gleich. Das geht beim Reden parallel immer sehr schwierig, aber dann werde ich jetzt mal den Chat mit Links befüllen. Und auch mit meiner E-Mail-Adresse, wo sich jeder gerne Zeit bei mir melden kann. Dankeschön. Danke dir, Lena. Ich kann tatsächlich ein bisschen was zum Thema Grundsicherung sagen, weil ich jemanden in der Familie habe, der im Jobcenter arbeitet und ich da ganz gut informiert bin und auch schon natürlich ein paar Fragen zumindest dazu gestellt habe. Das eine ist die Frage, wie ist das, wenn man jetzt zusätzliche Honorare bekommt? Also die 9.000 Euro Betriebskostenzuschuss, die ihr jetzt beantragen könnt, die werden auf gar keinen Fall auf die Grundsicherung angerechnet, denn das gilt tatsächlich als Betriebskostenzuschuss und das Jobcenter weiß und erkennt hier auch an, dass es dann nicht um Lebenskosten geht. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Info für alle, die sich hier Gedanken machen. Wenn zusätzliche Honorare reinkommen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Jobcenter das gegenrechnet. Das hat aber immer was mit dem jeweiligen Monat beziehungsweise mit der Jahreshochrechnung zu tun. Da müsst ihr euch individuell erkundigen. Gegebenenfalls sehen Sie das auch ein bisschen lockerer im Moment, aber trotzdem steht da ja einfach eine rechtliche Grundlage dahinter, die zumindest nicht komplett ausgehebelt werden kann.
Lena, kannst du noch mal sagen, was die dritte Frage? Ach so, Musikinstrumente beziehungsweise Dinge, die angeschafft werden müssen, ist natürlich schwierig, weil das eigentlich tatsächlich in dem Sinne nicht vorgesehen ist. Auch da ist der Punkt, ihr müsst das im Prinzip individuell mit euren Beratern besprechen, denn das Geld dient natürlich dafür, dass ihr davon leben sollt. Also ihr werdet tendenziell kein zusätzliches Geld bekommen, um davon Dinge anzuschaffen, die ihr für euren Beruf braucht. Eventuell gibt es hier nochmal Sonderregelungen, aber im Normalfall ist das tatsächlich einfach nicht vorgesehen. Das muss man leider einfach so sagen. Dann hatte ich noch eine Frage an Herrn Hammacher bezüglich der Zusammenarbeit mit dem DMB. Wir haben schon kurz darüber gesprochen im Vorgespräch, ich habe mit Überraschung wahrgenommen, dass der DMB auf seiner Website darauf hinweist, dass die Museen bitte schauen sollen, wo sie aktuell Aufträge an Freiberufler vergeben können, welche Optionen es da gibt. Vielleicht gilt das ja auch für die anderen Theatersparten. Mich würde jetzt interessieren, gab es denn dazu schon Rückmeldungen? Wissen Sie dazu etwas? Haben sich die Museen dazu schon in irgendeiner Form geäußert? Nein, also von den Museen haben wir noch keine Rückmeldungen. Dieser Hinweis, den Sie gerade erwähnen, ist übrigens aus eine Folge und des Gesprächs, die wir zwei miteinander führen. Da haben wir genau darauf hingewiesen, gebeten. Muss man uns dazu sagen, es sind jetzt gerade mal 4 Wochen. Also wir bewegen uns in einem Bereich, wo man etwas längerfristig plant. Das ist ein Schritt, was wir natürlich auch machen müssen. Da empfehle ich jedem, auch den Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel mit den Stammkunden. Also alle, die im Museumsbereich arbeiten, haben feste Häuser oder Häuser, auch mit denen sie häufiger zusammenarbeiten, da auch das Gespräch zu suchen. Ein Bereich, der mir auch noch einfällt, wo man sicherlich vielleicht mal andocken sollte, sind sicher die Schulen. Die Schulen öffnen sich. Bis es zu einem regulären Unterricht kommen wird, wird eine Zeit lang noch vergehen. Vielleicht entstehen da Freiräume, wo man im Augenblick in die Schulen auch reingehen kann und versuchen kann, vielleicht mal gemeinsam was mit auf die Beine zu stellen. Also auch da würde ich vielleicht mal versuchen, Kontakte zu suchen. Ansonsten sind wir mit dem DMB im Augenblick, also was wir im Augenblick versuchen, was auch im Interesse des DMB ist, ist natürlich die 7% durchzubekommen. Da hätten wir eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und wir sind im Gespräch und suchen im Augenblick wirklich, also wenn ich die Gespräche mir so überlege, fast verzweifelt, da Möglichkeiten zu finden, wo wir beide koordinieren können. Aber das zeigt, in der Krise klappt es ganz gut mit der Zusammenarbeit. Wir hatten im letzten Jahr so ein bisschen Probleme mit dem Museumsbund. Die hatten ja eine Museumsbroschüre herausgegeben, wo sich zwei Autoren etwas despektierlich über Freiberufler geäußert haben. Da hat es einen offenen Brief von uns gegeben und ein sehr langes und ausgiebiges Gespräch mit dem DMB. Das hat sich offensichtlich Früchte getragen, wie wir jetzt im Augenblick in der Diskussion sehen. Wir arbeiten im Augenblick mit relativ in Augenhöhe und sehr schnell miteinander. Und es ist, wie gesagt, der DMB kann nur eine Empfehlung an die Häuser weitergeben. Hat dann natürlich eine gewisse Autorität. Deshalb würde ich auch empfehlen, selber die Kontakte mit den Häusern zu suchen. Also da mit Häusern, denen man schon zusammengearbeitet hat, das lässt sich sicherlich auf andere Sparten entsprechend übertragen, zu suchen, wo haben wir Möglichkeiten, vielleicht nicht aktuell zu arbeiten, aber wenn es dann wieder losgeht, möglichst schnell wieder ins Gespräch und schnell wieder in die gemeinsame Arbeit zu kommen. Also miteinander sprechen, ist für mich im Augenblick das A und O. Gespräche führen, gucken, wo sind Möglichkeiten. Und ja, selbst wenn Sie, wie gesagt, Schule ist so ein Ding, wo ich auch im Augenblick mit dran bin, wo man einfach mal sagt, da sind bestimmt Freiräume im Augenblick. Also die werden noch keinen regulierten Unterricht machen, müssen aber die Zeit füllen. Also vielleicht können wir ihnen helfen, da ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, ich hätte jetzt auch tatsächlich die Bitte an alle Teilnehmerinnen, wenn euch Bereiche einfallen, in denen Künstlerinnen und Freiberuflerinnen aktuell tatsächlich etwas für die Häuser oder natürlich auch beispielsweise für Unternehmen tun können, dann schreibt sie doch gerne in den Chat. Vielleicht können wir eine kleine Sammlung machen an Arbeitsbereichen und Tätigkeitsbereichen, damit ihr auch mit den Ideen der anderen vielleicht an die Häuser herantreten könnt, für die ihr sonst arbeitet. In den Museen sind es zum Beispiel solche
solche Sachen wie ganz klassisch Satz, Layout, Werbung, Marketing. Also Dinge, für die man im Prinzip nicht in ein Museum hineingehen muss, zwangsläufig, um da was zu entwickeln. Genau, also wenn ihr da Ideen habt, auch für die Theater, für den Musikbereich, für alles, was euch einfällt, dann schreibt sie doch gerne in den Chat, damit wir hier ein paar Ansätze sammeln können. Ansonsten kam auf Facebook noch die Frage, wie es denn im Prinzip ist mit der Langfristigkeit. Ganz viele Freischaffende und Künstlerinnen arbeiten ja auch unter normalen Umständen sehr prekär, werden schlecht bezahlt oder die Auftragslage ist nicht ausreichend und haben im Prinzip keine Chance, dass sie eigentlich das Geld, die Rücklagen aufbauen können, die sie brauchen würden. Was sehen Sie denn hier, Herr Hammacher, und gern auch die anderen für Möglichkeiten, dass wir im Prinzip nach Corona vielleicht gar nicht in dieses Loch zurückkehren, was es da vorher gab? Ja, wir werden langfristig uns mal wirklich über Honorare Gedanken machen müssen und wirklich darauf drängen, auskömmliche Honorare zu bekommen, die immer auch einschließen, dass man Rücklagen bilden kann. Also das ist sicherlich eine Diskussion, die wir führen müssen. Das ist, wie gesagt, die prekäre Situation, in der viele Kulturwissenschaftler arbeiten, die jetzt natürlich sozusagen die Sache noch verschärft. Eine Lösung kann ich Ihnen da nicht gern anbieten. Also wenn ich das wüsste, würde ich mir als Coach eine Menge Geld verdienen im Augenblick. Ja. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das Thema Honorare und Honorierungen ist, wenn die Corona-Krise vorüber ist, ein Thema, was alle Verbände ganz, ganz oben auf die Agenda machen müssen. Das gilt nicht nur für Pfleger und Sonstige, sondern auch für alle, die im prekären Bereich arbeiten. Wie gesagt, mit der Systemrelevanz bei Kunst- und Kulturwissenschaften ist es ein bisschen schwierig im Augenblick, also die jetzt durchzudrücken. Wir haben nicht den Status, den andere Gruppen jetzt im Augenblick haben. Mhm. Aber wir sehen auch, wir kriegen ein großes Feedback, digitale Lösungen sind nicht wirkliche Lösungen. Also alles jankt danach, wieder analog ins Theater zu gehen, ins Museum zu gehen, ins Konzert zu gehen. Also dann so kann man auf damals denken, okay Leute, dann zahlt doch ein bisschen mehr dafür. Ne? Und also das Thema Honorare ist mit Sicherheit ein Thema, was langfristig auf der Agenda muss. Und zwar für alle Sparten. Ne? Ja, wie ist es denn, wenn Sie jetzt mal an Positivbeispiele denken, also Künstlerinnen und Freischaffende, die tatsächlich sehr gut verdienen? Können Sie denn vielleicht etwas dazu sagen, was die tendenziell vielleicht anders machen oder warum die Lage eben bei manchen gut ist und bei manchen tatsächlich sehr schwierig? Ja. Das ist eine große Frage, die Sie da stellen. Also wie gesagt, wenn ich die wüsste und da beraten könnte, warum sind, verdienen einige gut, andere schlecht? Ich weiß es nicht. Das regelt der Markt. Also das ist, sicherlich hat es, wie gesagt, wir machen den BFK, wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mitglieder unternehmerisch denken. Und wirklich da auch bei der Generierung in der Honorare, ich mache ja auch teilweise an Hochschulen so Einführungskurse für Berufsanfänger. Das ist immer so ein liebes Tool, erstmal zu fragen, was meint ihr denn, was ihr monatlich verdienen müsst, um sozusagen auskömmlich leben zu können. Und zu Studenten sind dann meistens so bei 1.000, 1.500 Euro. Und dann kann man mit denen mal an der Tafel umgehen, was müsst ihr denn alles berücksichtigen? Und dann sind meistens die 1.500 Euro schon weg, bevor überhaupt sozusagen die eigentlichen Lebenshaltungskosten kommen. Also dafür ein größeres Bewusstsein zu schaffen, auch bei denen, für die wir arbeiten. Ich kenne die Diskussion noch aus den Anfängen meiner Freiberuflichkeit noch. Ne? So nach dem Motto, wenn dann plötzlich Festangestellte zu mir kamen und sagten, ja, ihr verdient ja viel mehr als wir Festen hier. Wo ich immer sagte, Leute, vielleicht jetzt bitte nicht netto mit brutto zum Beispiel. Ne? Mhm. Und den wirklich auch mal auf der anderen Seite klar machen, was wir nehmen müssen. Also das, wie gesagt, da gehört auch zu, dass man für Ausfallzeiten vorsorgt. Also da einen entsprechenden Betrag mit berücksichtigt im Honorar, den man sich zurücklegen kann. Ja. Also wir müssen mehr, also auch viele von uns müssen wirklich lernen, da auch etwas mehr ein unternehmerisches Selbstbewusstsein zu haben. Und wenn wir uns da einig sind, dann kriegen wir solche Sachen auch durchgedrückt. Wenn wir aber natürlich Leute haben, die bei Ausschreibungen sozusagen mit Dumping-Honoraren gegensteuern, dann kommen wir da nicht weit mit.
Nun sagen natürlich viele ja, aber wenn ich eben die Honorare zu hoch ansetze und dann die Aufträge auch nicht bekomme, dann habe ich ja auch nichts gekonnt. Das ist natürlich richtig. Von daher würde ich absolut unterstreichen, was Sie sagen, dass im Prinzip da ein ganz breites Verständnis davon herrschen muss, warum das notwendig ist. Und vielleicht zeigt eben die Situation gerade jetzt auch den Kulturinstitutionen, das ist zumindest eine kleine Hoffnung, wie wichtig die Freischaffenden und die Künstlerinnen einfach sind, mit denen sie zusammenarbeiten und wie wichtig es ist, dass sie gut behandeln. Und Sie haben es schon kurz angesprochen, ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Die KUKUG und Tobias Knoblich haben Anfang April, glaube ich, ein 10-Punkte-Papier veröffentlicht, in dem es vor allem auch um die langfristige Struktur im Kulturbereich gehen wird und oder geht und was sich daraus ergibt. Und da geht es eben ganz stark auch um den Punkt der Freiberuflichen und wie man zum Beispiel eben Budgets jetzt nutzt. Das fängt eben bei solchen Sachen an, wie dass die Träger beispielsweise die 2-Monats-Regelung jetzt ein bisschen lockerer handhaben sollten, dass also nicht alles sofort zurückgezahlt werden muss, was jetzt in den nächsten 2 Monaten nicht ausgegeben werden kann und so weiter. Also es besteht ja scheinbar durchaus eine gewisse Sensibilität und man ist sich von der Trägerseite da durchaus im Klaren, was passiert. Aber ich meine, was die Kulturinstitutionen können ja auch nichts machen, wenn eben jetzt beispielsweise die Budgets gekürzt werden oder da wieder das Sparen anfängt. Ist dann im Zweifelsfall die Antwort zu sagen, man sollte sich außerhalb des Kulturbereichs umschauen oder ist, sagen wir mal, eine Mischfinanzierung aus Kultur und nicht Kultur vielleicht eh nichts ganz Schlechtes? Ja, also da, wie gesagt, die Möglichkeit besteht ja. Sie haben das Thema Unternehmen schon angesprochen. Also da, ich arbeite auch da teilweise. Also ich habe auch Eigenprojekte zum Beispiel, wo ich wenig auf öffentliche Fördermittel setze, sondern immer versuche, Drittmittel aus der Richtung zu bekommen, das macht Sinn. Es ist eine recht gute Phase im Augenblick, Sensibilität ist da im Augenblick. Also in so einem Grunde macht es im Augenblick Sinn, Gespräche zu führen. Ansonsten, ich kenne die Argumentation, sozusagen, ich kriege keine hohen Honorare durchgesetzt. Naja, ich habe auch prekär begonnen vor 20 Jahren und im Laufe der Zeit gelernt, auch einfach auf höheren Honoraren zu bestehen. Das ist eine Sache der Verhandlungstaktik auch. Also es ist nicht immer so, dass kein Geld da ist. Es ist oft die Bereitschaft auf der anderen Seite nicht da, es zu zahlen. Und die Bereitschaft, auf die muss man hinwirken. Also da, aber das ist eine Sache für ein Coaching. Und einfach für Erfahrungen auch. Und wie gesagt, also wir brauchen den Konsens innerhalb, wie wir den hinkriegen sollen, weiß ich auch noch nicht. Aber wir brauchen einen breiteren Konsens innerhalb der Szenen selbst. Und wir müssen was gegen die ganzen Dumping-Geschichten machen. Ja, das heißt... Also irgendwelche Leute, die im Grunde finanziert sind und da die Situation haben wir, da mit 10, 15 Euro Stundensätze ankommen, das ist unlauterer Wettbewerb. Und da muss ein stärkeres Bewusstsein für geschafft werden. Ja. Also tatsächlich sehen wir das auch und ich würde das absolut unterstreichen zu sagen, also auch kultursparten-übergreifend sich klarzumachen, es gibt Freischaffende, es gibt frei arbeitende Künstlerinnen in fast allen Kulturbereichen, wäre es wahrscheinlich tatsächlich sehr klug, sich zusammenzutun und auch Untergrenzen aufzuzeigen und eben klarzumachen, unter diesen Preisen solltet ihr nicht arbeiten. Das ist, also ich würde das absolut unterstützen und vielleicht ist das tatsächlich etwas für das Thema Langfristigkeit zu sagen, das müssen wir auf jeden Fall in Angriff nehmen und eben nicht nur die Häuserschulen, sondern natürlich auch diejenigen, die dann die Aufträge annehmen, um klarzumachen, also ein Auftrag für 10 Euro die Stunde ist es vielleicht im Zweifelsfall auch einfach nicht wert. Ja, also genau diese Diskussion führen wir zum Beispiel mit dem DMB im Augenblick. Dass wir einfach sagen, also an den Häusern muss ein Bewusstsein entstehen, Arbeit ist was wert und wir müssen auch auf das Ausschreibungswesen einwirken. Wenn natürlich Ausschreibungen das einzige Kriterium haben, das günstigste Angebot muss genommen werden, dann haben wir wenig Chancen. Ne? Also auch da muss was geändert werden. Also es gibt so mehrere verschiedene Möglichkeiten, wo wir vom BMFK aus sehen, wo man ansetzen kann. Aber das sind langfristige Probleme, die helfen uns jetzt nicht aus der Krise raus. Also das ist aber sozusagen ein Ergebnis oder eine Folge der Krise selbst, weil wir einfach sehen, wo wir landen
wenn wir sozusagen gerade mit Honoraren arbeiten, die so exakt am Limit entlang laufen. Wenn die Krise kommt, sacken wir weg. Und wie gesagt, die Zeit ist günstig, im Augenblick Gespräche zu führen. Ja, dann würde ich noch einmal in die Runde fragen, gibt es denn von euch noch Fragen oder Aspekte, über die wir nochmal sprechen sollen? Möchte sich jemand von euch noch uns live zuschalten und mit uns über etwas reden? Wir hätten noch ein paar Minuten Zeit für alles, was euch vielleicht noch auf dem Herzen liegt. Meldet euch gern, schreibt es in den Chat, auch unsere Zuschauer und Zuschauerinnen bei Facebook. Sagt gern Bescheid, ob wir irgendetwas noch dringend ansprechen sollen. Vielleicht können wir so lange nochmal Rainer zuschalten und bitten, ganz kurz etwas zum Thema Livestreams und Bezahlung zu sagen. Das hatte er vorhin angeboten. Ja. Kann ich gerne machen. Ich habe eine Umfrage gemacht in den letzten Tagen zum Thema Streaming von Kultureinrichtungen, nicht nur Livestreaming. Richtiges Livestreaming gibt es ja im Moment eigentlich kaum, da die Häuser keine Aufführungen zulassen können. Ich habe 317 Antworten gestern gehabt. Die Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ und genügt sicher auch nicht allen wissenschaftlichen Ansprüchen, aber 90% der Befragten haben angegeben, sie gehen regelmäßig ins Theater, was immer das bedeutet. Ich interpretiere das mal 3 oder 4 oder mehr Mal im Jahr mindestens. 80% haben angegeben, sie haben vor der Corona-Krise noch nie Streaming-Angebote wahrgenommen. Das tun jetzt immerhin schon fast die Hälfte. Die sagen aber auch, wenn die Krise vorbei ist, gehen sie lieber wieder ins Theater. Und ich habe dann gefragt, wie viele Streams haben Sie sich angeguckt und wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft? Das war ja das Thema gerade nochmal. Über die Hälfte der Teilnehmer hat bei der Zahlungsbereitschaft gar nicht geantwortet. Das interpretiere ich mal als 0. Und dann hat die Mehrzahl der Befragten gesagt, sie wären bereit, bis zu 5 € pro Stream zu bezahlen. Ganz wenige waren dann nochmal bereit, bis 10 € zu gehen. Und darüber war faktisch nichts mehr an Antworten zu sehen. Also die Bereitschaft zu zahlen ist ganz gering. Es gibt sehr erfolgreiche Streams. In den letzten Wochen, Andrea Bocelli hat Ostern, glaube ich, war das aus dem Mailänder Dom, ein Konzert gestreamt. Das hat mittlerweile 24 Millionen Abrufe auf YouTube gehabt. Das war die Zahl vorgestern jedenfalls. Daniel Hope, bekannter Geigenvirtuose, streamt aus Berlin zusammen mit Arte. Der hat in den letzten 4 Wochen, glaube ich, insgesamt 1 Million Zuschauer erreicht. Aber ich weiß nicht, ob er von Arte ein Honorar kriegt, ich hoffe, aber natürlich zahlt kein Zuschauer extra. Und wenn man sich anguckt, welche Streaming-Angebote angenommen werden, dann waren 80% der Teilnehmer die Mediatheken von Dreisat und Arte bekannt. Danach kam die Schaubühne, danach kam die Digital Concert Hall, die ja auch sehr viel Werbung macht und omnipräsent ist in den Medien mit ihrem Gutschein für 4 Wochen. Wie nachhaltig das ist, weiß ich nicht. Aber es sind nur wenige Leute bereit, für elektronisch gestreamte Angebote zu bezahlen. Und wenn man das sich anguckt, woher das kommt, dann haben wir für 10 oder 11 Euro ein Netflix-Abo mit freiem Zugriff auf die gesamte Bibliothek. Für noch weniger Geld bei Amazon Prime die Mitgliedschaft für eine riesige Bibliothek ohne weitere Zusatzkosten. Spotify kostet für die Familie 15 Euro und man kann praktisch die gesamte Musikgeschichte streamen. Warum zum Teufel sollte dann jemand so viel Geld für Kultur ausgeben? Und wenn man das umlegt auf das, was normale Menschen machen, und das war ja ganz zu Anfang, hatten wir das schon mal kurz angesprochen, Christine, wir argumentieren von innen heraus aus dem Hardcore-Kulturstreben, wofür sich laut Armin Klein ungefähr 5% der Bevölkerung interessieren. Aus dem argumentieren wir. In Wirklichkeit geht aber der normale Bundesbürger vielleicht 3, 4, 5 Mal ins Theater im Jahr oder in ähnliche Veranstaltungen, außer er ist Abonnent. So, und wir beschallen als Kultureinrichtung ohne Ende jetzt die Leute mit sehr unterschiedlichen Qualitäten, hochwertigste Aufnahmen aus der Digital Concert Hall, aber eben auch alten Aufzeichnungen aus der Schaubühne, wo ich mit großem Genuss mal reinschaue, aber die auch nicht zu Ende schaue. Eine 9-stündige Orestie war 1982 für mich als Student der absolute Hammer. Und ich will keine Minute missen, aber zum Teufel, ich werde mir keine VHS-Aufzeichnung davon angucken, auch wenn sie jetzt gestreamt wird und einen hohen nostalgischen Wert für mich hat. Ja, letzte Ausführung noch. Ich habe gefragt, wie viele Streams gucken sich die Leute an? Die Mehrzahl waren in den letzten 4 Wochen zwischen 1 und 3 Streams. Und die nächste Frage war,
wie viel haben sich die Leute denn zu Ende angeguckt? Und haben 40% gesagt, die haben sich nichts zu Ende angeguckt. Ja, also reinschnuppern, Schnäppchen, vielleicht sich freuen auf die nächste Live-Aufführung, aber ein Geschäftsmodell kann ich dahinter überhaupt nicht erkennen. Nun wissen wir ja nicht, warum die Leute das nicht zu Ende gucken. Das kann ja an ganz verschiedenen Dingen liegen. Aber was ich jetzt zum Beispiel daraus ziehen würde, du hast gesagt, etwas weniger als die Hälfte der Leute wäre bereit, 5 € zu bezahlen. Nun ist das ja zumindest Geld. Und man könnte natürlich trotzdem sagen, okay, wir erreichen dann vielleicht nicht 1 Million Leute, aber vielleicht erreichen wir damit 1000 Leute. Und wenn jeder von den 1000 dann bereit ist, 5 € zu bezahlen, dann haben wir doch immerhin 5.000 € verdient. Ja, mein Vorschlag ist definitiv vor allen Dingen an alle, die Eintrittskarten verkaufen über ihre Webseiten, auch ihre Streams mit aufzunehmen, egal ob die zeitlich begrenzt sind, wie beim Gorki, wo das 24 Stunden läuft, oder bei der Schaubühne, wo das auch 24 Stunden ab 18 Uhr täglich gelaufen ist, bisher immer. Und einen Link in den Warenkorb mit reinzunehmen und dieses nicht als Ticket zu verkaufen, aber immer eine Spende mit reinzulegen, das können manche Ticketing-Systeme ganz einfach machen. Und diese Spende vorzubelegen. Und wenn man sagt, ich will mir das anschauen, wird man weitergeleitet auf den Stream und die 5 € oder wie viel auch immer sind im Kasten. Da ist nach meinem Dafürhalten noch zu wenig Initiative bei den Kultureinrichtungen zu sehen. Natürlich schließt sich dabei auch ein bisschen die Frage an, für was für Formate sind denn die Leute bereit, Geld auszugeben? Also bin ich bereit, beispielsweise für die Aufzeichnung einer Theateraufführung von vor 10 Jahren etwas zu bezahlen? Oder tue ich das eben eher dafür, dass ich jetzt gerade einen Schauspieler sitze, der beispielsweise in seinem Wohnzimmer eine kleine Lesung macht oder was auch immer? Also das sind ja alles Themen, die wir noch gar nicht erhoben haben. Dennoch würde ich dir aber zustimmen und zu sagen, in dem Moment, wo es eben gerade um Freischaffende und Künstlerinnen geht und eben nicht, sagen wir, um feste Mitarbeiter, die weiterhin ihr normales Gehalt bekommen, warum eben nicht den Zugang beschränken? Im Theater beschränken wir den Zugang auch oder im Konzert, da kann eben auch nicht jeder kostenlos rein. Warum also nicht sagen, okay, 5 € sind die Grenze, dann machen wir eben 5 € oder 4,50 € und verdienen aber zumindest eben ein klein bisschen was damit. Die andere Frage, ob es dann für den Künstler oder die Künstlerin so schlimm ist, wenn eben das Publikum ihn oder sie 3 Monate nicht sieht, weil er keine kostenlosen Streams anbietet, ist eben auch noch nicht beantwortet. Also vielleicht ist auch der Mut, hier Knappheit künstlich zu schaffen, in einer Marktlogik, vielleicht wird er durchaus dann auch belohnt. Aber man muss auch differenzieren zwischen Dingen, die permanent verfügbar sind, also on demand, die man immer abrufen kann, oder so wie Daniel Hope das um 18 Uhr macht und dann trifft man sich eine halbe Stunde am Wasserloch und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Also diese Exklusivität und auch, was die Nachtkritik ja ausprobiert ist mit Livestreams, wo nebenbei im Chat mit dem Regisseur oder mit Akteuren diskutiert werden kann oder im Nachgang zumindest gesprochen werden kann. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Ansatz und da wird auch bisher zu wenig differenziert und von den Häusern auch zu wenig klar kommuniziert. Ja. Okay, da jetzt keine weiteren Fragen mehr gekommen sind, würde ich damit schließen, im Prinzip zu sagen, seid mutig, schließt euch zusammen, schaut einfach, was passiert, wenn ihr für Dinge Geld nehmen wollt und ob etwas passiert, geht auf die Häuser zu, aber ganz wichtig, Herr Hammerer hat es immer wieder gesagt, schließt euch zusammen, genau, Christian, bildet Banden, bildet unbedingt auch Banden spartenübergreifend, denn Künstlerinnen, Freischaffende, wie gesagt, gibt es in allen Kulturen Sparten und im Prinzip gelten Honoraruntergrenzen und solche Dinge auch dort überall, denn natürlich lebt man nicht von weniger, wenn man im Theater, im Stadt- und Museumsbereich arbeitet oder andersrum. Von daher seid mutig, wir wünschen euch natürlich alles, alles Gute. Herr Hammerer, ich danke Ihnen sehr, sehr für den wichtigen Input und die wichtigen Hinweise. Und wenn ihr weiterhin Fragen habt, Anmerkungen, Ideen oder Dinge ausprobiert, dann meldet euch gern jederzeit bei uns. Auch wir freuen uns, wenn wir mit unseren Leserinnen und Lesern alles teilen können, was gerade im Kulturbetrieb so passiert. Passt auf euch auf, bleibt gesund und genießt die Aprilsonne. Tschüss. Oh, tschüss.